So, nach dem letzten Mal gegen die Harpie mit Joey werden wir heute den Angriff aus der Tiefe versuchen zu überleben, aber diesmal wieder mit Yugi. Die Wahrheit über die Kraft des Millenniums Puzzle startete Yugi zu dämmern. Während seiner Duelle durchdringt das Puzzle Yugi mit einer Kraft und die Seele eines antiken Geistes. Obwohl dies ein wichtiges Thema war, darüber nachzudenken, gab es ein kleines, aber wenige wichtiges, womit er zuerst umgehen musste. Die ganzen Duelle machen mich hungrig. Hat einer von euch daran gedacht, was zu essen mitzubringen? Sorry, Joe. Was denkt ihr bloß? Hier nichts zu essen zu bekommen? Wie wollen wir jemals durch den Rest des Wettbewerbs kommen, ohne etwas zu essen? Das ist eine gute Frage, Joey. Das Duell nehmen wir wirklich alles von dir. Und ich habe doch keinen Bürgerstände oder Restaurants gesehen, seitdem wir hier sind. Ich rieche doch etwas Kochen da lang. Sie folgten dem Duft zum Strand, wo sie ein Lagerfeuer mit mehreren Braten, Fischen in der Ferne entdeckten. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch. Riecht's gut. Und ich finde, es schmeckt sogar noch besser. Was macht dich glauben, dass die Fische für dich zu essen sind? Ey, glaub mir. Wir essen erst und dann stellen Fragen. Unser Mägen werden mir es danken. Joey rannte zum Lagerfeuer runter. Joey wollte alles sagen, um seinen Bauch zu füllen. Einige Leute haben absolut keine Selbstkontrolle. Joey, heb mal was für mich auf. Tristan rannte Joey nach Joey. Es dauerte nicht lange, als Yugi und Thea ihn sich anschlossen. Joey packte einen der Fische an aus dem Feuer. Mann, das sieht super aus. Gerade als das Team begann, in den Fisch zu beißen, tauchte ein junger Mann aus dem Meer mit einem Speer in der Hand auf. Viel Spaß, ihr Fischdiebe. Es ist eure letzte Mahlzeit. Ich wusste, das war eine schlichte Idee. Wie könnt ihr meine Fische stehlen, ihr Diebe? Hey, beruhig dich, Junge. Es sind ein paar Fische. Ein paar Fische, die nicht euch gehören. Und Fischermanns Fang zu stehlen ist Beweis genug, dass ihr keine Ehre habt. Warte eine Sekunde. Bist du nicht Marco Tsunami? Der Top-Ozeanist? Und wer könntest du sein? Ich bin Yugimoto. Ich entschuldige mich für deine Fische. Du bist Yugimoto, der einzige Duellist, der jemals Kaiba besiegte? Was für eine feine Überraschung. Ich muss mich entschuldigen. Ich war unhöflich. Wenn ihr Freunde von Yugimoto seid, bitte komm, setzt euch hin und esst. Das Team setzte sich ans Feuer und teilte sich gemeinsam das Essen mit Marco. Um den Festmahl bedankte sich das Team bei Marco und fing an loszulaufen, als Marco seinen Speer in den Boden vor ihm warf. Ich gab euch ein Festmahl. Vielleicht ehrst du mich mit einem Duell? Er ist verrückt. Nein, aber ich bin ein Profifischer und du hast meinen Köder geschluckt. Welchen Köder? Nun, die Fische natürlich. Ich legte ihn aus und lockte euch direkt rein. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich Yugimoto fange. Ich ließ vor einer kurzen Zeit mit einem Duellanten rein taumeln. Aber er war kein würdiger Gegner. Als ich ein Duell gegen dich, Yugi, wäre ein echter Test. Marco Tsunami, ich akzeptiere deine Herausforderung. Es ist immer viel zu lesen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr das hören wollt, aber ich habe ja auch den ersten Part noch nicht rausgebracht. Oh, der gewinnt. Man fängt immer irgendwie als Erster an. Ich habe noch nie jemand gesehen, der als Zweites anfängt. Ja, pro Spielzug kannst du diese Karte verdeckte Verteidigungs... Das war sowas von klar. Oh, erhöht die Defense. Verringert die Defense von allen Monster von Typ Maschine und Pyro. Okay, ich hätte auch von Stein gedacht. Wir setzen die Karte an, das war's. Wir müssen da mal gucken, was ich eigentlich für Mixer hier habe. Ich glaube, es gibt auch noch was mit dem was hat er jetzt vor? Dämlich.
Was haben wir denn hier? Ach so, wir haben nur den Geier. Stimmt ja. So. Ins 8, ins 5. Effekt aktivieren. So, Grübe kann man ja so einfach mal spielen. Kann man einfach abwerfen und damit beende ich meinen Zug. Ja, voll, das war sowas von klar. 2400. Fuck. Wir haben kein starkes Monster bisher. Ja, geil. Ja, geil, ja, geil, ja, geil. Wir können gerade nur Defense. Ins Achte. Von Defense. Hoffentlich greift er jetzt mit dem 2-4er-Ding an. 2-6er sogar. Fuck. Das... Oh. Ich muss seine Zauberkarte drüben verstehen. Das kann weder sein Einmannster weder... Wenn es muss... Das ist gar nicht mal so dämlich. Das ist eine schöne Fallenkarte. Ersetze diese Karte und beende meinen Zug. Obwohl, wir Effekt aktivieren noch. So, die geht wieder zurück in seine Hand. Das war's, mehr kann ich ja nicht machen. Achso, das war ja ein Zauber, genau. Sollte er bestimmt opfern? Eine von seinen Karten? Nein. Oh, feuchter Fisch. Nein. Scheib 3 ist da drauf. Effekt aktivieren. Ja. Los, Kuribo. Es fehlt mir nur noch Gaia. Ja genau, Gaia fehlt mir noch. Ach, den kann ich schon gar nicht mehr. Flügelwächter 1. Ach man. Die Runde ist wieder schon zu schwierig. Ja klar. Warum hat meine Karte noch nicht zerstört? Die Karte müsste eigentlich zerstört sein. Zeig mal ja Wiederbelebung. Was haben wir denn da Schönes? Können wir uns eigentlich die wiederholen? Die Karte wieder zurück auf seinem Fältchen holen. Angriffsposition, damit ich seinen seinen Effekt aktivieren kann. Oder auch nicht. Scheibengleister. Verloren und es kommt die glückliche Musik. So, mal gucken, gewinne ich diesmal. Die cheaten doch. So, ich will ihn besiegen. Ich will ihn besiegen. Ich will ihn besiegen. Oh, man hat Langeweile. So, was haben wir denn hier Schönes? Warum liegt da die Karte offen? 1-7. Wir setzen diese Karte hier. Und einfach nur aus Bock machen wir jetzt das hier. Auch wenn die Karte nicht verstärkt wird, aber... wir beenden unser Zug. Die Karte bringt uns im Moment nichts. Die hätte was gebracht. Fusionskarte bringt uns noch nicht. Nee, jetzt nicht. Boah, ich kann nichts machen. Das kotzt ihn ansetzen. Lichtschwede hebe ich mir mal auf. Die setzen wir aber schon mal. Und dann beende ich meinen Zug. Nein, das war klar. Und jetzt kann ich nämlich meine wunderschöne Karte gleich aktivieren. Oh, legendärer Flügel. Das ist sogar der gleiche. Oder sein, es wird gesagt, das ist sein Vater, der hier zu sehen ist. So, Effekt aktivieren.
Effekt aktivieren. Und wir setzen. Damit bin ich mein Zug. Mit der Karte habe ich doch schon eigentlich gewonnen, oder? So, ich hoffe, ich kann jetzt meine, entweder meine Defense aufrüsten oder... ins 4. Er kann gleich wieder angreifen und dann bin ich am Hintern. So, letzte Runde. Topf der Gier. Super, aktiviere ich sofort. Ah, jetzt habe ich schon mal den Drachenfluch. So. Wenn ich mein Zug. Wir haben nur zum Defense. Das ist so nervig. Das wird er uns platt machen. Obwohl, jetzt wird er erstmal unsere Defense kaputt machen. Fuck, komm Gaia, komm Gaia, komm Gaia. Oh, fuck. Was? Aktiviere diese Karte. Wow, 700, 2700. Muss ich leider machen. Muss ich machen. Da kann ich mir zwar Gaia nicht holen, aber... So. Horn des Einhorns. Ja, am besten tue ich eine von seinen Karten. Das wäre ganz schlau. Und ab in die Battlephase und ich greife... das süße Monster hier an. Und beende meinen Zug. Weil sonst hätte er das noch verstärkt. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... ja klar, mit seinen... Felsding hier. Ja, alles ein Dings, okay. Jo, Wiedergeburt. Aktivieren. Was holen wir uns wieder? Ach, ich kann auch aus seinem Deck wiederholen. Dann holen wir uns doch das süße Ding hier. Nike-Position. Hallo, kennst du das Monsterchen? Na, was soll denn das? Oh, fuck. Falle, die habe ich auch gehabt. Also im echten Leben. Oh, ja, schön. Jetzt holt er noch ein Monster, dann bekämpft er mich mit zwei Monster und ich habe nichts auf dem Feld. Ja, genau. Oh, ich hätte das Horn gehabt. Oh, ich hätte das, Horn gehabt. Aber ich kann es ja trotzdem noch ausrüsten. Kann ich nicht. Oh, ist das fies. Och nein. Ich will das... oh, fuck. Fuck. Jetzt muss ich eine Qualle besiegen. Och nein. Ich hab sowieso verloren. Ja, mal verloren. Geil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Wir sehen uns nächstes Mal nochmal wieder. Ich würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn ihr es so wollt, der hoffentlich nächstes Mal gewinnt.